Hallo und willkommen zurück bei Swotor. Ich wollte hier gerade so ein bisschen was platzieren. Da hab ich mir gedacht, ach komm, das kannst du sogar auf der Aufnahme machen. Aber wie platziere ich das nochmal? Der ist jetzt gesetzt. Also ich bin hier in Coruscant. Normalerweise ist ja Dingens, mein Dingens. Aber ich will nicht immer nach Coruscant reisen. Deswegen tue ich das Wichtigste, was ich brauche, hier hin. Und das ist einmal der hier. Und, was denn noch? Postfach wäre natürlich auch nicht schlecht. Den klatschen wir hier hin. Da kann man sogar Gefährten hinmachen. Gildenbank passt da nicht hin. Hab aber auch keine mehr. Frachtrampe habe ich auch keine mehr. Ich kann hier sogar einen Jetpack dran machen. Cool. Hier sind die Viecher. Das Postfach, genau. Das wollte ich hier drin haben. So. Okay, was könnten wir denn hier noch reinklatschen? Oder warte, ich brauche eine Wand, ne? Genau, sowas. Okay, der muss ein bisschen runter. Am besten noch... Upsala. Am besten noch ein bisschen tiefer, ne? Der ist eigentlich immer noch zu hoch. Einen Moment, wir können das hier ändern. Okay. Hallo, ich habe doch gesagt, Layout ändern. So, Layout anwenden. Fabrikschweißduide, warum sollte ich denn sowas da dran machen? Genau, den hier. So, weiter runter. Jetzt kann ich den runtersetzen. Sehr schön. Und versuchen wir mittig zu setzen. So, ich glaube, jetzt habe ich alles drin. Alles, was ich gebraucht habe. Dann können wir jetzt mal den ganzen... Upsala. Den ganzen Rotz hier wieder reintun. Den noch nicht. Der kommt hier hin. So, die brauche ich noch. Hier sind die ganzen Farbkristalle. So, dann verkaufen wir jetzt... Ach, der ist ja jetzt hier. So, dann verkaufen wir jetzt mal den ganzen Rotz. Das Ding ist, jetzt fehlt hier immer noch so ein Reparaturdingen. Ich hoffe auch, dass der ganze Rotz hier gekauft wird. Ne, weil wenn ich den ja hier verkaufe, dann kriege ich auf jeden Fall mehr Geld dafür. So, ich kann natürlich auch irgendwas kaufen, aber ich will jetzt nichts kaufen. So, wir gucken mal, ob wir hier jetzt noch eine Olle hinbekommen. So, wir gucken mal alles. Irgendein Verkäufer am besten. Ja, müsste eigentlich funktionieren, ne? Ich kann verkaufen. Gut. Postfach.
Ach so, das ist der Ankunftspunkt, kann man hier festlegen. Gut, dann habe ich jetzt alles, was ich brauche. Jetzt muss ich trotzdem noch nach Coruscant. Was ist das eigentlich? Oh nein. Ja, ich muss trotzdem nach Coruscant. Aber ist ja nicht schlimm. So, dann können wir hier erstmal den Skill holen. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Wir können jederzeit zusammen üben. 30 Meter, 30 Sekunden Ablenkzeit. Aber es erstellt Fokus. Hä, bin ich... Ist doch richtig. So schnell stirbt niemand. Mann, ist das teuer. Oh Gott, ist das bitter. Wir können uns aber noch alles leisten. Ja, wir können direkt auf die nächste Stufe gehen. 8. Grades. Wir haben sogar welche. Ja, dann kann eigentlich, wenn der jetzt fertig ist, wobei wir reisen jetzt erstmal, dann können wir das dann... Ja, wenn der jetzt fertig ist, unser Druide, dann kann er eigentlich direkt weiter tacken. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder auf Taris hinfliegen. Ich habe die beste Rettungskapsel für Sie markiert. Danke. Ich werde natürlich zusammen mit dem Schiff untergehen. Sehr nobel, sehr nobel. So, auf nach Taris. Ich muss bald mir irgendwie da Geld pumpen, ne? Also der Charakter, der verbraucht so viel Geld, bis er irgendwann mal Geld anfängt zu produzieren. Das ist immer schlimm, wie viel so ein Charakter an Geld frisst, bis er wirklich mal anfängt zu produzieren. Außer ich hätte natürlich Hacken. Wenn ich Hacken hätte, wäre das alles ein bisschen anders. Ja gut, das ist jetzt unnötig, dass ich mich dahin beorte, aber who cares? Quest drin. Dass hier Quests drin sind, ist klar. Wir bringen jetzt also erstmal die weg, bevor wir den holen. Denn ich denke, das ist der Quest für die Weiterführung, wenn man die Hauptquests hier fertig hat. Ja komm, du haust direkt die nächste Tech-Stufe rein. Hier wird direkt weiter getaggt. Ohne Kompromiss. Da, wieder taufrisch. Immer taufrisch, immer taufrisch. Ich habe Post erhalten. So, dann können wir den eigentlich schon wieder einen nach oben setzen. Weil der ist oldschool. Wir gehen auch so langsam die Erfahrungsboosts aus. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Scheint alles hier oben zu sein diesmal. Ist der falsch rum? Der ist tatsächlich falsch rum. Keine Sorge. Ach so, was haben die denn gekauft? Ein Hemd. Schick. Euer Leiter hat mich geschickt. Ich habe herausgefunden, was mit euren Gelobten passiert ist. Es gab leider kein glückliches Ende. Ich wusste, dass sie nicht einfach ohne jede Spur verschwunden sein konnten. Gebt mir, was ihr gefunden habt.
ergründen wir die Geschichte dieses verdammten Planeten, damit sie sich nicht wiederholt. Ja, sie hat sich schon wiederholt, ne? Ne, rein müssen wir gar nicht. Und nur für Soldaten, ne? Ist okay. Soldaten haben hier den Luxus Palace. Mir wurde schon gesagt, dass ihr kommt. Konntet ihr im Archiv etwas finden? Anscheinend dachte die alte tarisianische Regierung, dass es am besten wäre, wenn sie selbst konserviert wird. Selbst konserviert? Meint ihr das etwa wörtlich? Das ist erstaunlich. Da arbeiten wir die ganze Zeit mit alten Aufzeichnungen und Druiden und der Schlüssel zur Geschichte des Planeten ist genau hier. Also ich habe schon geile Schuhe an. Ich bin zurück. Guck dir mal diese Schuhe an. Das sind Tanky-Schuhe, deswegen sehen die so geil aus, oder was? So, ihr habt es immer noch nicht geschafft. Ah, nee, wir wollen sicher gehen, deswegen haust du jetzt mal sicher hier rein. Und du haust den hier rein. Natürlich. Ich muss mal gucken, dass ich mal ein bisschen Geld jetzt verdiene. Oder ich pump mir halt wieder von einem anderen Charakter das Geld rüber, ne? Na gut, wir haben hier noch Aufgaben. Also ich müsste jetzt den Doktor... Wir gehen jetzt mal aufs Schiff. Hä, wir waren doch eben auf dem Schiff. Egal. Wir nehmen jetzt hier die Mission an. So sieht also eine tote Stadt aus. Fühlt sich an, als würde man auf einem Grab stehen. Okay. Na, da haben wir aber einen großen Kerl. Fantastisch, ihr seid zurück. Gouverneurin Saresh muss euch sofort sprechen. Einen Moment. Wie schön, euch wiederzusehen. Ihr bemerkt sicher bereits die Veränderungen, die euer Einsatz mit sich gebracht hat. Die Rakul-Angriffe sind in der Wiederaufbauzone um 80% zurückgegangen. Die wenigen, die es noch gibt, werden leicht zurückgeschlagen. Die Bautrupps sind nach ein wenig Überzeugungsarbeit wieder im Einsatz und ihre Projekte werden immer ehrgeiziger. Sie glauben wieder daran, was sie tun. Dank euch. Wir haben nur dafür gesorgt, dass sie ihren Mut wiederfinden. Leider habe ich nicht nur gute Neuigkeiten. Unser Erfolg hat einen Preis. Die Rakgule, die wir verscheucht haben, bedrohen nun unsere Expeditionsteams. Wir haben eines unserer sensibelsten Projekte in Gefahr gebracht. Die Arbeit, die diese Teams leisten, ist äußerst wichtig für unser Ziel, Taris zurückzugewinnen. Wenn wir ihnen nicht helfen, könnte die Zuversicht, die wir so lange aufgebaut haben, für immer sterben. Wir werden nicht zusehen, wie unschuldige Leben in Gefahr geraten. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Jeder, der in der Wildnis arbeitet, hat Freunde und Kameraden verloren. Sie haben Angst und verlieren die Hoffnung. Ihr müsst diese Hoffnung wieder entfachen. Ihr müsst ihnen zeigen, dass kein Feind zu mächtig ist. Dann ans Werk. Anscheinend gibt es jede Menge zu tun. Die Teamanführer sind bei Brejiks Flug. Das war mal eine bekannte Swoop-Bahn, bevor die Sith angriffen. Ein Gleiter bringt euch dorthin, sobald ihr bereit seid. Sucht nach der Landung meinen Agenten Vilo auf. Er ist euer Führer. Hunderte Leben und Millionen von Credits wurden geopfert, um uns hierher zu bringen. Tut, was notwendig ist. Unser Projekt darf nicht scheitern. Millionen Credits ist nicht so viel, wenn allein mein Bike upzugraden 1,2 Millionen ist. Wir gehen jetzt aber erst zum Schiff und dann gehen wir mit Willkommen dem Doktor. Auf Taris. Ich bin Gouverneurin Saresh. Ich möchte euch im Namen der Galaktischen Republik dafür danken, dass ihr uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr bitte nicht die militärische Sicherheitszone um die Siedlung herum verlassen. Diese Welt und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung für die Republik dienen.
Kannst du mal aufhören zu labern? Müssen wir ein paar Hindernisse überwinden. Keine Sorge. Gemeinsam sind wir größer als jedes Hindernis. Hallo. Also an die Arbeit. Zusammen. Gut. Ich sagte es doch, Agent. Dieser Jedi scheitert nie. Mein Trupp sollte euch unterstützen. Wir entdeckten den zerstörten Außenposten und gingen vom Schlimmsten aus. Könnt ihr uns sagen, was geschehen ist? Unbestätigten Berichten zufolge befindet sich der imperiale Spionagemeister Wächter 1 auf Taris. Ihr findet die Leichen von Wächter 1 und seinen Männern in einer imperialen Basis im Sumpf. Imperiale Basis? Ich schicke sofort ein Bergungsteam. Dr. Godera, ihr seht den Umständen entsprechend gut aus. Seid ihr bereit, nach Hause zu kommen? Das kommt ganz darauf an. Seid ihr bereit, zu tun, was richtig ist? Das war ich immer. Und jetzt ist unsere Zeit endlich gekommen. Agent, bringt Dr. Godera sofort nach Coruscant. Wir werden seine Fähigkeiten brauchen. Nehmt von eurem Schiff aus mit mir Kontakt auf. Wassertalende. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich stehe in eurer Schuld. Ohne euren Droiden hätte ich euch niemals gefunden. Das Imperium hat ihn zerstört. Doch ich konnte den Speicherkern retten. Ah, Remo. Einer meiner Besten. Danke, dass ihr seine Teile gerettet habt. Ja, ich freue mich schon darauf, ihn wieder zusammenzubauen. Dieser Droide ist ein Held. Er verdient eine zweite Chance. Die Arbeit an Remo macht den Flug nach Coruscant sicher erträglicher. Dann auf Wiedersehen. Ich bin sicher, dass wir uns noch begegnen werden. Ich dachte, das wird jetzt mein Gefährte. Da habe ich mich wohl getäuscht. Ja, scheiße. Dann kann ich auch die Quests machen. Ich wusste, dass ich dahin muss. Boah, ich kann hier nicht. Boah. Die haben mich gelingt, die Schweine. Die wollten nur nicht, dass ich mich hinporte, ne? So sieht's nämlich aus. Oh, scheiße, sorry. Oh. So, wo muss ich schon lang? War ich hier schon mal? Hier war ich noch gar nicht. Hier sind ja übelst die Quests. Ey, wo bin ich denn hier? Wenn ihr vom republikanischen Kommando seid, keine Sorge. Wir haben es verstanden. Es ist zu gefährlich. Und wenn ihr von der Union seid, gilt dasselbe. Keiner meiner Männer arbeitet, solange diese Schlotterkröpfe im See sind. Ich weiß zwar nicht, was ein Schlotterkropf ist, aber es klingt nicht gut. Sumpfechsen. So groß wie Gleiter. Wir haben versucht, eine Leitung zum See zu legen. Da versucht man, den Kolonisten ein bisschen Trinkwasser zu verschaffen. Und was passiert? Tote. Abgetrennte Gliedmaßen. Und das Projekt wird beendet. Wir haben ein paar Sprengladungen hochgejagt, um sie zu vertreiben. Aber das macht sie nur angriffslustig. Das war mehr wie ein Köder für sie. Soll ich euch wieder auf die Beine helfen? Wenn ihr denkt, dass ihr diese Biester erledigen könnt, nur zu. Die Sprengladungen sind immer noch im See. Wenn ihr die Sprengladungen scharf gemacht habt, dann lauft, nein, rennt aus dem Sprengradius. Das Zeug ist Detonit zum Gebäude sprengen. Dann macht euch bereit für den Kampf eures Lebens. Schlotterkröpfe können Greifkräne durchbeißen, ganz zu schweigen von Humanoiden wie uns. Mach ich schon. Easy, kein Ding. Wir müssen ja hier noch ein bisschen machen, ne? Jedi, eure Anwesenheit ehrt mich. Es ist schön, dass jemand aus eurem Orden den Tempel verlassen hat und wieder in der wirklichen Welt ist. Sie kommen! Die Tür! Wir müssen hier raus! Alarmiert die Basis! Jeder muss evakuiert werden! Wird die Basis angegriffen? Was geht da vor sich? Das ist Mya, ehemaliger erster Lieutenant der Endar Rebirth, das erste Erkundungsschiff, das hierher geschickt worden ist, um die Möglichkeiten einer Neukolonialisierung auszuwerten. Das Schiff ist vor 5 Jahren verschwunden. Dann,
Vor 3 Tagen kam Mya aus einem der eingestürzten Gebäude außerhalb der Basis herausgetorkelt. Er hat da draußen überlebt und sich ohne Waffen und nur mit dem, was er noch bergen konnte, gegen die Rakghule verteidigt. Wirklich sehr beeindruckend. Wir erziehen unsere Jungs zu harten Kerlen. Mya schwört, dass in den Ruinen noch andere Überlebende gefangen sind und von den Rakghulen gequält werden. Die Militärführung auf Ort Mantell sagt, dass es zu gefährlich sei, ein Rettungsteam zu entsenden. Also werden diese Jungs sterben, damit andere ihr Leben nicht riskieren müssen. 5 Jahre sind genug. Diese Soldaten sollen keinen weiteren Tag leiden müssen. Ich habe gehofft, dass ihr die Chance ergreifen würdet. Hätte ich diese ganzen Abzeichen nicht, würde ich sofort mit euch gehen. Ihr helft. Sie sind in den Ruinen. Die Stadt, ein einziger Trümmerhaufen. Ihr könnt die Ghule nicht sehen, nur ihre gelben Augen. Und dann ist da ihr Gestank. Bringt jeden her, den ihr findet. Wir werden sicherstellen, dass sie den Rest ihres Lebens angenehm verbringen kann. Und dann geht der ganz normal zurück, als wäre nichts gewesen, so, ne? Wie so voll der Schauspieler, Alter. Was ist da los? Okay. Dann moven wir mal. Wir müssen sowieso noch ein paar Rakghule killen. Wir sind leider hier wieder nicht drauf. Wir brauchen noch ein paar Datacrons, ein paar Wissen, ein bisschen Erkundung. Also wir werden nicht alles machen, ne? Wir werden auf jeden Fall alle Heldenmissionen machen. Die Rakghule werden wir machen. Wir werden alle Datacrons holen. Und alles an Wissen, was möglich ist. So schnell stirbt niemand. Also diese Sachen werden wir machen, bevor wir ins nächste Gebiet gehen, also auf Nar Shaddaa. Was ist das denn hier? Ich bin die Rettung. Ich hatte fast schon aufgegeben. Danke. Vielen Dank. Oh. So schnell stirbt niemand. Und die Elite. Ich glaube, es gibt noch 2 Elite-Sachen. Habe ich sogar mal den Lichtschwertwurf gemacht. Er war so nah. Ich konnte seinen Atem auf meiner Haut fühlen. Jetzt ist alles überstanden. Was hat er denn gegessen? Ich kann endlich nach Hause. 5 Jahre, hallo? Vielleicht vergeht die Zeit hier einfach nur schneller. Das sah relativ cool aus, muss ich sagen, wie der jeden einzelnen weggeschlitzt hat mit einem anderen Move. Ich bin beeindruckt. Erst den Quest fertig, bevor wir den anderen jetzt befreien. Ja, so viele müssen wir ja nicht mehr. Okay. Jetzt machen wir zuerst mal... Retten wir den? Ihr habt mein Leben gerettet. Das war doch nichts Besonderes. Ich fasse es nicht, dass ihr gekommen seid. So schnell stirbt niemand. Jetzt machen wir das hier, was auch immer das ist.
denn diese Schlotterkopf-Dinger? Okay. Einen noch. Keine Sorge. Wo ist der rausgekommen? Da. So. Haben wir hier alles erledigt? Könnten wir eigentlich zurück zur Basis gehen? Aber was ist denn hier auf diesem Weg? Plünderer. Ich brauche noch Plünderer-Robos. Genau, so ein. Hat der mir jetzt einen Punkt gegeben? Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, hier ist auch ein Quest irgendwann. Gucken wir mal, ob der Punkte gibt. So, 32. Der Tau frisch. Nee, der bringt keinen Punkt. Ja gut, wenn wir keinen Ort finden für die Droiden, wo man die gut farmen kann, werden wir das auch nicht zu Ende bringen. Also dann werden wir den nicht machen. Ist da ein Datacron? Nee, oder? Nee. Ich hatte jetzt gerade so eine Vermutung. Okay, dann gehen wir jetzt rückwärts sozusagen in die Basis rein. Na, hier so diese Rohrdinger, die Chlorschnecken sind das doch. Sumpfwurm. Das wird bestimmt auch ein Quest hier mit den toten Viechern. Mit den Leichen und den Sumpfwürmern. Na komm, wir gehen erstmal zurück. Wir gehen erstmal zurück in die Basis. Kein Problem. Sehr gut. Das wird euch gefallen. Oh ja. Kein Problem. Ja, fang ruhig an, ist okay. Die Zeit kann ich wohl erübrigen. Das Team am See hat berichtet, dass es euch bei der Arbeit gehört hat. Bei den Explosionen wundert es mich, dass wir hier nichts bemerkt haben. Gab es Probleme dabei, die Bomben hochzujagen? Kein Problem. Es macht mehr Spaß, als sie zu entschärfen. Damit kenne ich mich nicht aus. Euer Leben ist wohl etwas aufregender als meins. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Ich habe der Republik gemeldet, dass der Sumpf frei ist. Und man hat sofort die Wiederaufnahme der Arbeiten angeordnet. Keine Bürokratie mehr.
Und jetzt werden wir doppelt so schnell arbeiten, bis die Leitung fertig ist. Diese Kolonisten werden sich viel besser fühlen, wenn sie sich eine Dusche leisten können. Mit Sumpfwasser, wo... Naja, es sah nicht lecker aus, aber who cares? Abramimos brandimos prostis cad adveritag. Carogia gia Israel Christae. Dasnia sia lagia ristic. Apreschimus. Ava mirga lia vimos der horizonto. Gibt es Wunden zu versorgen? Weiter ist hier abia krat virti. Abra vimos brandimos prostis cad adveritag. Smal sio popudis mana ira patare mananal kali. Wie kann ich zu Diensten sein? Vataranai ango mis akananorm alas protas era. Gratai aptikte iruprit virtini savasia sa vebe caigis. Jetzt schon die nächste Stufe? Ich dachte erst bei 500. Oder war das einfach nur ein doofer Zufall? Sanitäter! Macht euch keine Sorgen. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wir geben euch etwas, damit ihr ruhig schlafen könnt. Das habt ihr gut gemacht. Mia sagt, das seien alle Überlebenden. Ohne euch hätte sich jeder dieser Männer in einen Rakul verwandelt. Ich wünschte, ich hätte da sein können. Es war ein wilder Kampf, aber primitive Bestien haben keine Chance gegen die Macht. Ich würde eine meiner Lungen geben, um jemanden wie euch im Kampf zu sehen. Wenn diese Jungs aufwachen, sage ich ihnen, dass ein echter Jedi die Gefahr auf sich genommen hat, um ihr Leben zu retten. Jedi-Ritter. Sobald diese Jungs aus der Quarantäne entlassen werden, kommen sie in ein richtiges Krankenhaus. Was immer sie auch brauchen, die Republik wird dafür aufkommen. Und ich werde ihnen sagen, dass das alles nur dank euch geschehen konnte. So. Speed! Na, geht, ne? Also... Das ist ja nur 50%. Okay, wo muss ich jetzt hin? Was ist das denn hier? Na gut, dann gehen wir nochmal zurück. Bevor wir hier hingehen. Was ist denn hier oben noch? Hallo? Ah, guck mal, hier oben hat sich der Händler verkrochen. Importkiste. Da, wieder taufrisch. Verschlossen. Seht euch ruhig um. Alles, was ihr hier seht, ist zu verkaufen. Hm. Beehrt uns doch im Shop. Ich weiß, den kann man irgendwo kaufen. Für irgendwas braucht man den später. Ich weiß nicht mehr für was. Oder für irgendwas konnte man den gebrauchen. Ich hab's vergessen. Ich würde gerne wissen, wie viel Rakul ich noch holen muss. Oh, ich brauche auf jeden Fall noch sehr viel Wissen. Das sind die Rakule, okay. Ah, die Rakule kriegen wir auf jeden Fall fertig. Ach, anormale Pferde. Wo ich ja einen schon gekillt hab. Ungewöhnlich, zählt das auch? Wieso greifen die einen an? Wenn man die scannt. Ich meine, das tut doch nicht weh, wenn man die scannt.
Vielleicht fühlen die sich in ihrer Privatsphäre eingeschränkt. Keine Ahnung. Die anormalen Kreaturen sind sogar hier im anderen Gebiet. So schnell stirbt niemand. Ah, hier sind auf jeden Fall noch ein paar. Sehr gut. So schnell stirbt niemand. Die halten auf jeden Fall auch nicht gerade wenig aus. Zwei Stück noch. Da oben ist er. Dann wird er mit Fokus geklaut. Da war auch noch einer. Da, wieder taufrisch. Dass ich hier hochgehe. Ach, guck mal an. So schnell stirbt niemand. Ja, so schnell kriegen wir hier Wissen, wenn wir fast übersehen. Also nicht mitbekommen, wenn wir uns geportet hätten. Bude waralu ful kuleg u kunet u gustama akuku zaudu. Afetwa ta jeng un puzazunta urze serje jesu persinte de du. Eine ganze Welt ist in Gefahr. Und ihr nutzt das, um eurer Karriere auf die Sprünge zu helfen? Uwata male subu zu vuzu jemuja dul lunu. Warabuj da statur dun unmod tatolle ranza tuega. Ey, es ist jetzt schon wieder ein Quest. Was ist denn los hier? Ihr macht mich krank. Meint Sorry. Ihr, auf Taris gäbe es Strandurlaub und hübsche Frauen? Wollt ihr Sonnenbaden? Wir sind hier, weil wir Credits verdienen wollen. Aber hier gibt's keine Credits, oder? Nur da draußen. Kann ich etwas für euch tun, Soldat? Seht mal. Dieser Jedi will freiwillig tun, wofür ihr trotz Bezahlung zu verängstigt seid. Wir müssen nur ein paar Scans von der Gleitplatte machen, damit die Republik weiß, dass der Wiederaufbau sicher ist. Wie schwer ist das schon? Aber nein! Alle ehemaligen Soldaten, Sicherheitsoffiziere und Kopfgeldjäger der Republik können es nicht mit Anzeigetafeln für Strukturschäden aufnehmen. Es wimmelt dort von diesen Rackghul-Dingern. Ihr habt gesehen, was mit Kerl passiert ist. Wollt ihr euch wirklich die lukrativste Gelegenheit eurer Karrieren wegen ein paar überdimensionierten Ratten entgehen lassen? Ich mache das schon. Ich wusste, dass ihr den Mumm dafür habt. Andererseits ist es wohl auch schwer, jemanden zu finden, der noch jämmerlicher ist als dieser Haufen.
Ihr bringt diesen Scanner zu der großen Gleitplatte und bringt die Daten zurück. Dann erhaltet ihr den Löwenanteil. Wenn man bedenkt, wie hoch der gebotene Betrag ist, braucht die Republik die Daten anscheinend dringend. Und ich werde nicht mit leeren Händen gehen. Ich bin dabei. Das hört man gerne. Und lasst euch von diesem Gerede über Ruck-Ghule keine Angst einjagen. Sie sind Blasterfutter. Nee, Lichtschwertfutter. Ist ein Unterschied, Kollege. Das bringt echt viel Einfluss. Ich bin euer Mann. Mehr oder weniger. Ach stimmt, das war hier, wo ich eigentlich noch gar nicht... Ja, egal. Jetzt bin ich ja hier. Ich will dir nichts sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, hier ist irgendwo ein Datacron. Also auf Imperiums-Seite ist hier ein Datacron. Können wir mal gucken, ob wir es hören. So schnell stirbt niemand. Also zählen die hier als Rackgule, okay? Was ist überhaupt meine Mission? Hier sind Fahrzeugtrümmer, die ich nicht anklicken kann. Codex. Schön. So, dann scannen wir hier mal. Ein Rakul muss ich noch killen. Den Quest haben wir sogar schon gemacht. So, dann scannen wir jetzt mal hier und dann da unten. Ich höre noch keinen Datacron. Keine Sorge.
Kyrus immer noch nicht. Gleich alle Rakule besiegt, die wir besiegen müssen für den Erfolg. Oh. Das gibt, macht mich wieder ein bisschen tankiger. Ist ja nicht schlimm. Vielleicht gibt es ja hier doch keinen Datacron, ne? Zwei Lauernde auf einem Haufen. Noch ein Lauernder. Ich suche auch immer noch den Boss. Wobei hier steht gar keiner mehr, ne? Ein Kinderspiel. Sehr gut. Bin dabei. Oh, eine Slash. Scannen wir mal. Jetzt schön könnte ich müsste da hoch und dann darüber oder so. Okay, der ist durch. Fast die 500. Kriegen wir aber noch hin, ne? Die 500. Das Wissensobjekt, was hier war, das haben wir, meine ich, schon. Ich kann mich zumindest erinnern, dass irgendwas neben einer Statue lag. Sollen wir gerade die Rakule hier? Komm, die nehmen wir mit. Da, wieder taufrisch. Ich meine, es sind ja nicht mehr viele. Da, wieder taufrisch. Auch wenn die jetzt als Rakgule zählen, nehmen wir die jetzt nicht mit. Das war ein Overkill. Noch 8. Na, da hinten waren, glaube ich, nochmal 4 oder so. Dann haben wir die auch direkt weg. 2, okay. Naja, ist ja nicht schlimm. So. Tja, was haben wir hier? Schon zurück. Und noch an einem Stück. Kein Schaum vor dem Mund? Hey, ihr faulen Hunde! Seht zu, wie ich euren Lohn an jemanden auszahle, der ihn verdient hat! Ihr habt gute Arbeit geleistet. Diese Scans werden den Wiederaufbau ein gutes Stück voranbringen. Und diese Jungs dürfen endlich zurück nach Hause, zu ihren Mamas. Es war mir ein Vergnügen. Hätten ruhig mehr Credits sein können. Das ist nicht mal ein... Das ist nicht mal eine Crew-Fähigkeit. Okay, jetzt müssen wir wieder runter auf dem Weg. Dahin werden wir auf jeden Fall die Rakule fertig haben. Alter, dieser Überkopf, der wird richtig OP noch, ne? Dann kommt die Wirbelklinge irgendwann.
Das ist nicht schlecht. Müsste ich eigentlich auf einen dieser Slots hier legen. Lag. Tja, einer neuen Quest für mich. Ne? Gut, dann gehen wir jetzt doch mal runter. Wir gehen zuerst hier runter, das Gebiet aufdecken. Ja, zu den Chlorschnecken weiß ich nichts. Und wir haben tatsächlich die Rakule nicht fertig gekriegt. Scheiße. Das war doch anders geplant gewesen. Ach, sieh an, hier sind die ganzen Quests. Das ist kein Putzverhalten. Das ist ganz klarer Einsatz von Werkzeug. Ich weiß das und ihr wisst das. Ich sage nur, dass weder die Universität noch der Stützpunkt... Aber egal jetzt, wir haben Gesellschaft. Hallo, ich bin Mola Haxtor. Das ist Professor Vral. Wir betreiben angewandte Xenozoologie. Könntet ihr uns bei etwas helfen? Tut mir leid. Xenozoologe? Wir studieren fremde Lebensformen. Auf Taris bedeutet das nichts anderes als Rakghule. Seht euch das an. Wir haben ein Aufzeichnungsgerät an einem Rakghul angebracht und ihn wieder freigelassen. Dieses Bild stammt aus seinem Bau. Es scheint sich um eine neue Spezies von Rakghulen zu handeln. Größer, bösartiger. Und sie dominiert normale Raks. Außerdem hat er während der Aufnahmen... Er hat die Kamera gefunden und ausgeschaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass Rakghule in... So nicht, Freundchen. Ich habe die 2 gedrückt. Sicher. Also wirst du auch gefälligst die 2 antworten. Das ist kein Putz. Ich... Ihr scheint zu befürchten, dass sie intelligent sind. Das ist eine größere Gefahr. So ist es. Ich sagte ja, es liegt auf der Hand, Vral. Darum brauchen wir jemanden, euch... um unseren Rakghul zu finden und das Aufzeichnungsgerät zu entfernen. Ganz abgesehen vom akademischen Ansehen, das wir ernten würden, muss die Republik erfahren, wie gefährlich diese neue Spezies ist. Organisierte Ghule sind das Letzte, was wir brauchen. Ich besorge euch eure Kamera. So, aber ich würde sagen, bevor wir den nächsten Quest annehmen, war es das auch erstmal für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!